Lizzie, weißt du noch, wie ein Dampfstoß dir dein Kleid bis zum Hals hochgepustet hat? Direkt vor Harolds. Ein Glück, dass deine Unterwäsche gerade frisch gewaschen war. Ich hab trotzdem was vergessen. Das vergesse ich jedes Mal. So, Schiebchat. So, damit habe ich meinen ganzen Chat wieder. So. Jetzt können wir warm machen. Geht's dann bestimmt hier rein. Weiß. Das Kleid hat sich ja geändert. Sehr nett.
Bridge abschließen. Pfefferstrauß. Zuschauer. Ah,
falsch. Ich kann mal meine Pfeffermühle aufrüsten. Das Ding ist ja, kostet glaube ich 400 oder sowas. So, warte mal. Das ist, ne, ah ne, das gehört noch zusammen, die haben schon. Ja. Also, ne, das mache ich auch gut, mach aus. Ich höre so ein komisches Schnauzen. Ah ja, das hängt da unten drinnen. Kann ich ja da oben lange suchen. Verschlossen, nie versperrt. Es braucht keinen Schlüssel. Gehen wir nicht gleich drauf. Ah ja. Das Ventil, da geht's gar nicht weiter. Thank you.
Nö. Sie ist tot. Ja, wusste ich doch. Ziegel sind aus Stein, Alice. Ein Backsteinhaus ist, genau wie Gibraltar, immun gegen Feuer, Witterung und sogar gegen unanständige Berberaffen, falls es nötig ist. Das ist seltsame Erinnerung. Ich höre schon wieder so ein Schwein in der Hose. Ach, also gut. Ich habe die Idee. Ich stehe wahrscheinlich wieder direkt drüber. Über dem Drecksding. Alice war viel allein, ein introvertiertes und einsames Kind vermutlich. Ihre Schwester, obwohl liebevoll, war zu alt, um Spielkameradin zu sein. Interessant. Machen wir mal so Familienverhältnisse.
ballern. Besessen. Finde ihn, oder deine Zeit könnte kommen. Da wird noch Zeitschaltuhr gehen. So, jetzt geht es hoch. Dann geht es da weiter. Allein an der Wand. Ich muss sagen, was der andere Weg ist. Ah! Ja, das ist so. Ich habe noch was vergessen. Nee, jetzt geht die Scheiße wieder los. Thank you.
schnell zum Hut machen. So. Die Rutsche von vorher ist hässlich. So sehen die Alte aus. Wir werden noch alle im Bett geröstet, Alice, weil dein Vater diese unnatürliche Passion für bedrucktes Papier pflegt. Diese leicht entzündlichen Berge warten doch nur auf den bösen Funken und puff, werden aus Fleisch und Blut Rauch und Asche. Unsere geliebte Bibliothek war eine Feuerfalle. Ein Brandherd auf Abruf. Drückst du.
So. Aufschmeiß. Aber müsste doch langsam mal der scheiß Hut machen. Keine Zeitspanne, sehr schön. Ach, nein. Böser Traum. Nein. Schlimmer Traum. Schlimme gute Nacht. Hutmacher, ich hatte dich zwar in erbärmlichem Zustand verlassen, aber nicht in Einzelteilen. Oh, du bist es. Was ist dir passiert? Du hast deinen Hut verloren. Außerdem fehlen ein paar Teile. Verloren, in der Tat. Unter den gegebenen Umständen aber fehlen kaum. Was passiert ist, solltest du besser wissen als ich. Das ist immerhin dein Platz. Mein Platz kenne ich. Wann kanntest du schon deinen Platz? Oder wie man ihn behält? Also was ist hier los? Was ist los? Rundherum und rauf und runter in die Ohren, durch die Augen und meine Nasenlöcher hoch, runter den Schlundern, in die Eingeweide winden? Papa war äußerst interessiert an Zügen. Ich mag sie nicht sonderlich. Diesen wirst du hassen. Nicht wie damals, als Schildkrötensupperich die Spiegellinie betrieb. Der Zug ist ein Schlachthaus. Der Gestank grausam, das Licht grell, der Lärm infernalisch. Ja, Hutmacher. Ich verstehe schon. Ein schlimmer Zug. Die Welt steht Kopf, Alice. Die Irrenanstalt wird von Irren geleitet. Nichts für ungut. Und das Ärgste. Ich habe keinen Tee mehr. Tragisch. Wenn ich dir helfe, würdest du mir dann auch helfen? Hand aufs Herz, wenn ich eins hätte. Finde meine Gliedmaßen und wirf sie in die Rinne, den Rest erledigen Maschinen. Mach dich jetzt auf den Weg, braves Mädchen. Am besten durch das Zifferblatt. Mal kassieren wir ja alles ein. Gewischt. Ah! Das ist Zifferblatt. Das ist da drüben. Genau. So, suchen wir jetzt noch schnell den seine Gliedmaßen und dann spiele ich. Erstmal was anderes. Wissen wir nicht, ob es Doom oder Wolfenstein 2019. Oder Warhammer. Ich die Beatbox gefunden. Ich schau erstmal, wie lang das Arbeiten. Nach 38 Minuten läuft es wieder erstmal. Besser zu arbeiten, als dafür bezahlt zu werden. Ein Paradies für Arbeiter. Ach, stimmt, wieder Chat. Den gerechten nicht aktiviert. Sheepchat und... Es ist besser zu arbeiten, als dafür bezahlt zu werden. Na, danke eben. Ah ja. Ich
Platz ständig zu drücken. Schnitt. Auch gerade so eine Schnauze. Das ist jetzt Jahre her. Es ist Zeit, diese Kindereien abzulegen. Ist ein lebendiger Arbeiter, frei zu leben und zu arbeiten. Ein schlechter Arbeiter ist ein toter Arbeiter und umgekehrt. Die Stufen zur Erleuchtung sei kein schlechter Weg, Arbeiter. Aber die Stufen sind schlechte starr. Arbeiter sind klar und tot. Der Zahltag für gute Arbeiter ist auf unbestimmt verschoben. Der Zahltag für schlechte Arbeiter ist gestrichen. Ein guter Arbeiter ist ein lebendiger Arbeiter, frei zu leben. Und zu arbeiten. Ein schlechter Arbeiter ist ein mir fehlen noch ein paar. Toter Arbeiter und umgekehrt. Sei kein schlechter Arbeiter. Schlechte Arbeiter sind Sklaven und tot. Der Zahltag für gute Arbeiter ist auf unbestimmt verschoben. Der Zahltag für schlechte Arbeiter ist gestrichen. Ein guter Arbeiter ist ein lebendiger Arbeiter. Zu leben und zu arbeiten. Ein schlechter Arbeiter ist ein toter Arbeiter und umgekehrt. Sei kein schlechter Arbeiter. Schlechte Arbeiter. Der Zahltag für gute Arbeiter ist auf unbestimmt verschoben. Der Zahltag für schlechte Arbeiter ist gestrichen. Zur Güte stand schon schlechter.
seltsame Erinnerung. Mit dem Gasanschluss sparen wir uns Kosten für Kerzen und Öl und können nach Brighton, Alice. Das Ding habe ich jetzt wenigstens. Ah ja, ganz komisches Drecks. Betätige den Hebel, um das Metall zu kühlen. Thank you.
Bücher jetzt erstmal weg. Ah ja. Da war das Schlüssel noch. Tö, der löst bestimmt hier hinten rum.
Was? So, ja, enttäuscht. So. Einschalten, mein Dauer. Das ist blöd. Denk dran, Alice, verdamme nicht Dunkelheit und Kälte, wenn du nachts in der Bibliothek bist. Öffnung, dann zur nächsten und reite auf den Luftströmen nach oben. Ah ja. So, nee. Scheiße, schön eingesammelt. Schon eingesammelt. Ja, hier ist ja auch noch so.
falsche Richtung. Es heißt, eine Katze habe 9 Leben, Alice. Ich hoffe, du hast ähnlich viele. Du bist hier nicht willkommen. Wir haben eine Mission zu erfüllen. Und du bist ein unerträgliches Ärgernis. Manche mögen es heiß, aber keiner mag es so heiß. Das ist nicht gut.
Ah ne, das ist die scheiß Teekanne. Verstehe. Scheiße. Noch schön.
befürchten hatten. Schaden. Ein kurzzeitiger Rückschlag, ein kleines Hindernis, eine banale Hemmung. Ich mach einfach weiter. Mit dir befasse ich mich später, Alice. Unseren grandiosen Plan hältst du niemals auf. Warum kriege ich es schon? Ah ja, der Arme kriege ich, das ist schön. So, dann fehlen nur noch Pläne und dann. Ich bin schon nur zusammengesetzt, dann spiele ich was anderes. Ah, oh, erstmal zusammensetzen. Oh, ich krieg langsam einen steifen Nacken. Mobilität wäre auch sehr nett. Erwarte keinen Dank von mir, bevor ich nicht wieder vollständig bin. Kein Ausruhen auf Lorbeeren. Sekretär. Jetzt muss ich wohl seine Beine suchen. Chaiselongen. Klappstühlen. Hockern. Schön alle zerstört. Ja, jetzt geht's noch auf der anderen Seite. Und dann Grinsekatze wieder. Die Ausmaße dieses trostlosen Traktes kennt keiner außer den Bewohnern.
einen Stau. Wir meinen, kämpft den gerechten Kampf. Arbeitet bis zum Umkippen. Industrie nährt sich von Leid, Verfall und Zerstörung, Alice. Sie hat das East End in einen Abort verwandelt. Du solltest ein einfaches Farmleben erwägen, in Australien vielleicht. Wir könnten dein übriges Erbe zu Geld machen. Ich verstehe. Aber hier so ein scheiß Häuschen. Das ist mit Zahnrad dürfen. Perfekt. Kein billiger Spruch. Wir meinen es ernst. Kämpft den gerechten Kampf.
von denen man leben kann. Orte zum Essen. Ein Paradies für Arbeiter. Und Sterben ist abgeschafft. Kein billiger Spruch. Wir meinen es ernst. Ich muss nochmal nach OBS schauen.